Ich mache es tatsächlich wieder. Ich mache es im August 2019. Ich gebe in Black Ops 4 Geld aus. Ich fasse es nicht wirklich, Leute, dass ich jetzt auf die letzte Stufe gehe und mir wirklich alles kaufe. Ist unfassbar. Und wisst ihr, was noch frecher ist? Ich brauche 6.000 Punkte und 5.000 kann man kaufen und die nächste Stufe ist 13.000. Ist bestimmt kein Zufall. Wow, ich mach's natürlich nur fürs Video. Keiner sollte auch nur 1 Cent Geld ausgeben, Leute. Immerhin haben wir 13.000 Punkte und wir können jetzt direkt alles freikaufen. Und es dauert erstmal. Okay, wir gehen obligatorisch durch, was es in der Schmuggelware gibt. Wir fangen an mit Kriegsgesicht. Okay, wir fangen damit nicht an, dann irgendwas Verpixeltes. Das ist irgendwie der Style, 1000 Sachen, die keiner braucht. Das ist für Blackout interessant, da habe ich in letzter Zeit auch Spaß dran gefunden. Shit, 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 das ist irgendwie Reserve. Oh, ich habe einen Reservekoffer, dankeschön. Dann haben wir einen, der Koch für Ajax. Keiner benutzt Ajax, Digga. Warum nicht für Crash? Mach doch endlich was für Crash. Okay, ich will gar nicht... Gut, der ist absolut 3 geworden, das bin wahrscheinlich ich, wenn ich irgendwie die... Okay, das ist das. Warum hört es nicht auf? Das ist die reaktive Tarnung, ich glaube, für alle Waffen. Das ändert sich immer an den Farben, sieht sehr geil aus. Auf einmal ist es wieder verschwunden, das Spiel funktioniert einwandfrei. Sticker, 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 alles, was kein Mensch braucht. Dann haben wir als nächstes was für Battery. Kann man ab und zu spielen, aber ist jetzt auch nicht so besonders das Outfit. Dann haben wir... Nein, 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 ich werde es mir nicht angucken. Was macht er? Drückt nicht rauf. Okay, das ist geil. Da kann man nichts sagen, das ist wirklich gut gelungen. Das will ich mal online machen. Kleine Zeitreise, eine Stunde später. Soll ich den Knopf drücken? Ja. Oh. Schnell wegwerfen. Schnell. Pack das Teil weg. Vielleicht passiert da nichts mehr. Ja, das ist alles, was drin ist. Es geht nur bis Level 60. Obwohl es vorher mal bis 100 ging, haben sie es auf 50 gemacht, jetzt auf 60. Ich kann euch nur aus Erfahrung sagen, Leute, wenn ihr eine Freundin habt und sie Hunger hat, geht mit ihr raus, esst was, weil sonst passiert das. Und das ist nicht übertrieben. Ja, es ist die Wahrheit, Leute. Bei mir lernt ihr auch was in dem Video. So, wir gehen jetzt hier. Willst du den Koffer denn gar nicht aufmachen? Digga, wirklich, ich tut mir leid, dass ich jedes Mal auf ihn reagiere, aber guckt euch den mal an, guck mal, wie er da steht. Digga, er hat eine 50 mm Munitionskette. Digga, sei mal ehrlich. Da unten ist die Waffenbestechung. Wir machen sie jetzt auf. Bitte sei was Gutes. Bitte keine alte DLC-Waffe. Komm schon, 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 komm schon. Ich will hoffen, dass du damit auch ja sorgsam umgehst. Ich krieg die Sniper, über die sich so viele freuen würden. Ich habe auch das letzte Mal schon die Locus bekommen. Ich bekomme immer die falsche Waffe. Ich bin kein Sniper, ich hasse Sniper. Trailer gemacht, das extra. 99 Euro. Ey. Es wird nur Bullshit kommen, das sage ich euch jetzt schon. Guck mal, sowas. Alles in Blau, eine tote Avocado. Digga, ich habe keinen Bock. Leute, ich werde jetzt mit dem restlichen Geld Reservenkisten kaufen. Was soll ich machen? Was soll ich sonst machen? Es kann nicht sein. Könnte ich auch gebrauchen. Jetzt mal ernsthaft, was ist das? Was ist das, Digga? Kassettentritt. Leute, dieses Teil heißt Odachi. Oder wie man in Berlin sagen würde, Odachi. Oh, du siehst verwirrt aus. Hast du dich verlaufen oder so? Wir zeigen trotzdem einen neuen Sniper, obwohl ich nicht snipen kann. Es ist egal. 50 steht fürs Kaliber offensichtlich, aber AAA steht es für Kacke, also Kacker machen. Ich bin wirklich 24, ich rede wie ein 2-Jähriger. Wenigstens packen wir Dinge rauf, die abfacken, so wie das hier, Digga, zeig mir. Es fuckt so hart ab. Ich fange im Spiel an, ich habe natürlich sofort die Sauge ausgewählt, ohne auch nur eine Sekunde zu zögern. Nein, lass nicht. Nein! Er hat sofort meine Sniper aufgehoben, habt ihr es gesehen? Du kleiner. Übrigens, da ist jemand mit Titanunterdrücker. Kann man schnell schießen. Ach, man kann oh Gott. Okay. Man lädt die aber ziemlich langsam nach, habe ich gerade. Yo, hat die gerade mit... Hat die gerade mit einer... Hat sie nicht, oder? Die hat doch gerade nicht mit einer... Black Ops, zurück zur nächsten Opfer. Wenn jemand AFK am Spawn... Guck mal, da hängt so ein Salzstreuer. Ich liebe das. Wir haben die Kontrolle übernommen. Alles klar. Was? Digga. Jungs. Ich fick mein Leben. Ich werde nie wieder irgendwas machen in diesem Game. Ist unfassbar, Alter. Okay, da sehe ich jemanden und... Wirklich, ist One-Shot. Double Kill! The fuck, Digga, was ist das? Was ist das für eine Waffe? Selbst ich als schlechter Sniper treffe alles und krieg jeden. Warte mal. Yo. Yo, was gerade passiert? Was ist das? Was habt ihr da wieder geschaffen, Trailer? Okay, da...
Ja, da ist jemand tot. Ist hier noch jemand? Da war doch jemand. Ja, tot. Unfassbar. Unfassbar. Was ist das? Digga, was haben die gemacht? Es war Zufall. Ich wollte diese Waffe nicht machen. Ich wollte die M16 machen, die anscheinend nicht so krass gut ist. Und dann kriege ich sowas hier. Das kann doch nicht sein. Dann haben wir da jemanden im Visier und wenn er jetzt kommt, ist er sowas von tot. Er muss sich einmal zeigen. Ja, Digga, ein Schuss, ich wusste es. Ich habe nur einen Schuss abgegeben. Diese Waffe ist frech. Leute, das kann doch nicht euer verdammter Ernst sein. Guck mal, da war jemand. Er muss sich einmal zeigen. Ich muss nur einmal schießen. Das kann nicht sein. Es kann nicht sein. Das ist wie eine Sniper. Es killt bei einem Schuss. Es killt wahrscheinlich viel besser als damals die legendäre DSR. Aber sie schießt ganz schnell. Seht ihr das? Obwohl ich veraime. Ihr wisst, ich bin AR oder... Digga, das ist doch unfassbar. Ich bin AR oder SMG-Spieler. Das brauche ich euch ja gar nicht zu erzählen. Ich bin der schlechteste Sniper, der wahrscheinlich jemals existiert hat. Es ist ich als schlechter Sniper mache hier die Kill. Es ist wirklich, ich bin sprachlos gerade. Und ich wusste gar nichts vorher. Guck mal, sogar im No-Scope, Alter. Das kann nicht sein. Das Hipfire ist so gut. Guck mal, hier ist noch jemand. Digga, nein, nein. Warte, hier oben war jemand. Zack. Und tot. Digga, Großkaliber auf die Waffe. Was passiert, wenn ich... Ah. Digga, wenn ich das holographische Visier aufmache, dann ist doch eine ganz normale AR, die einfach nur hart meldet, oder? Heptik. Sprich mal. Ja moin, Haptic ist in der Lobby und ich hab die M16. Nein, hab ich nicht, Digga. Hä? Hey, hab ich doch noch gar nicht gesehen, Alter. Das ist nicht die M16. Warte mal, ist das jetzt wirklich eine AR? Ist die erste Sniper, die man wie eine AR spielen kann? Ist das wirklich die... Nein, ich... Das... Nein. Nein, 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 nein. Digga. Nein, 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 nein. Das ist nicht die neue Sniper, das ist die neue AR. Guck mal, das ist wirklich, man kann sie wie eine AR spielen. Digga, das kann doch nicht sein. Das kann nicht sein. Ich muss doch gerade träumen. Das ist doch nicht echt. Das ist doch ein Joke. Das ist doch ein Witz. Es wird doch weggepatcht. Safe wird es rausgepatcht. Alles klar. Okay, ja, dann ist wohl nicht alles klar. Digga. Ach du Scheiße, Digga. Ist nicht dein Ernst, was du gerade machst. Ja, hier ist jemand. Jetzt ist da niemand mehr. Da ist noch jemand. Jetzt ist da keiner mehr. Immer wenn ich den Firebreak raushole, fange ich an, wie Firebreak zu reden. War das wirklich so heiß? Zum Abschluss noch eine kleine Minimontage, bevor wir zur nächsten Waffe gehen. I said, what's up, what's up? Y'all are step up. I'm the best as they come. Call me blessed, I'm the one. Speaking raps like the sun. Fire blast down my tongue. Staying forever young. If you play me, you're done. Look out, I'm about to make it. I ain't faking. Wolf was breaking in. His hands above and waiting patiently to see me take it. Okay, diese Waffe ist absolut krank. Zum Glück habe ich eine Person. Zum Glück habe ich diese Person. Zum Glück habe ich sie, denn sie hat die M16 gezogen und gut gelevelt und gibt mir einen Account. Aha. Dankeschön, Yonja. Ich küsse deine Augen. So, schauen wir mal, was sie für eine Klasse gemacht hat. ICR-Kriegskunst, Alter. Oh Gott. Nur AR-Klassen. Aha. Aha. Nur AR-Klassen und M16 schon auf Level 9. Holy shit. Wenn die Waffe jetzt auch OP ist, habe ich wirklich alles an Hoffnung verloren in... Oh mein Gott, wie viel Tarnung sie freigeschaltet hat. Okay, mal sehen, was sie für Lobbys auf diesem... Habt ihr das gesehen, Gott? Okay, ich bin nicht der Einzige mit schlechten Lobbys, das beruhigt mich zumindest. So, wie hört sich an? Das ist immer der erste Check. Geht. Ich sag mal, für Black Ops 4 hört sie sich schon richtig waffig an. Naja, schauen wir mal, was wir damit anrichten können. Die andere war ja absolut OP. Ich hoffe, die ist nicht absolut OP, sondern nur ganz in Ordnung. Aber so wie es ausschaut, ist die auch ziemlich gut. So, es geht weiter hier. Da ist jemand im Headglitch. Ja, für eine Headglitch. Also, es ist sofort ein Headglitch-Killer, das merke ich. Von der Art, wie man sie spielen kann, kann man eigentlich jeden aus dem Headglitch holen. Jetzt müssen die eigentlich hier spawnen. Und wenn die hier spawnen, da ist auch ein Headglitch. Also, auf Distance ist sie natürlich absolut krass. Das ist halt eine Burst-Waffe. Eine Burst-AR ist natürlich für Distance gemacht, wie keine andere Waffe. Aber ich will die auch auf kurze Distanz testen und den Hipfire testen. Die müssen jetzt hier spawnen. Ich werde extra auf kurze Distanz gehen und schauen, wie sie hier ist. Ob ich sie wie eine SMG spielen kann. Okay, mein Teammate hat ihn weak gemacht, aber hier geht es weiter. Dann hole ich mir einen Kill dort. Zack. Okay, in dem Haus hier sind mehrere Leute. Einer da, noch einer drin. Komm, zeig dich. Nein! Ah, Yonja hat den letzten Kill. Yo, warum, seit wann ist die so gut? Im letzten 1v1 hat sie doch verloren. Leute, keine Frage, diese Waffe ist gut, aber ich merke bei mir auch wieder, ich bin SMG-Spieler. Das sage ich immer, wenn ich solche Videos mache und die neue Waffe keine SMG ist. Zum Glück habe ich den gehört, aber der laggt so hart. Und jetzt spiele ich auch noch gegen Abdul Avi, Serkan Urfa, Osman Yasin. Unfassbar. Ich merke immer wieder, ich sag's immer irgendwie, diese Waffen... LOL? Ich merke immer wieder bei diesen Waffenvideos, ja, die Waffen sind gut, die ich spiele, aber ich brauche immer eine gewisse Gewöhnungszeit, bis ich irgendwas gut drauf habe. Und dann merke ich am Ende wieder, nein, Digga, Saug ist eigentlich meine Waffe. Das Ding ist, ich will so laufen, so zack, durch, dann hier rüber, dann hier so rein, zack, und dann schießen. So ist so, wie ich spiele, aber ich kann das mit einer AR nicht. Und ich kann und will meine Spielart nicht ändern. Ich bin für immer SMG-Spieler, das ist meine Bestimmung, Leute. War doch irgendwo jemand, da ist er doch. Digga, irgendwie ganz oft connected die nicht. Also die M16, klar...
fast einen Sidon kassiert, die ist krass, ja, aber sie ist inconsistent. Die andere Waffe hingegen hat immer One-Shot gegeben. Die hier ist so manchmal ganz komisch, als würden die Schüsse durch die Leute durchgehen. Wisst ihr, was ich meine? Und hier seht ihr das, Leute. Genau das will ich machen. Einfach so, dann hier so durchrutschen, dann irgendwie wissen, dass da jemand im Headglitch ist, den absolut wegaimen. Das ist genau das, was ich meine. Noch jemand hier. Komm, zeig dich. Genau so. Dann gönnen wir uns die Leute hier. Da ist einer. Zack, reinrutschen. Noch ein... Noch ein Scharfschütze. Noch mehr. Zack, noch jemand. Das meine ich mit Movement hinten übrigens, Leute. Das würde ich mir nachher niemals machen können. So absolutes Movement. Genau das. Genau so spiele ich, Mann. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, Leute. Ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Video. Und haut rein.